müssen uns natürlich erst mal darauf ein bisschen einstimmen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, heute zu unserem 11. Rennen der Racing League eSport. Die ersten Fahrer sind auch schon auf der Strecke hier in Sandfort, schönen Niederlande. Da gehen wir auch gleich hier ins Geschehen rein, Cryptix auf der Strecke. Allerdings, wenn ich das richtig sehe, ohne Frontflügel aktuell unterwegs. Marvin unterwegs und auch Booty auf der Hotlap. So. So, die ersten Zeiten sind eingetroffen. Booty mit einer 1:10.672, dann der Marvin mit einer 1:11.910, aktuell Platz 2. So, Miguel in Sektor 1 unterwegs gewesen, jetzt Sektor 2. Wir bleiben jetzt mal onboard auf Miguel drauf und fahren mal eine Runde mit. Und auch Tamina, vielen lieben Dank für deinen Lurk. So, und Miguel, eine 1:11.097, somit Platz 2 erstmal für ihn. Heute übrigens mit 17 Fahrern im Feld. Die letzten 2-3 Wochen waren wir ja nicht so viel. So, aber wir wollten nochmal eine Runde mit Miguel mitfahren. Langsam wird die Strecke auf jeden Fall voll, bis auf 9 Fahrer sind nun alle unterwegs. So, das ist die vorletzte Kurve vor Startziel. Jetzt hier die langgezogene Rechtskurve, die auf Startziel geht. Und Miguel bricht natürlich die Runde ab, fährt in die Box zurück. So, Dynamo, einer der neuen Fahrer in Liga 1. Mal schauen, wie er sich schlagen kann. Das ist natürlich verdammt ärgerlich jetzt für ihn gewesen. Es tut mir leid, dass ich gerade in dem Moment auf dir drauf war, Dynamo. Somit Dynamo aus dem Qualifying raus.
So, Lord Dennis wird wohl der Nächste sein, der uns eine Zeit abliefert. Nein, gar nicht. Es ist Leclerc. 1:10.486. Und Lord Dennis fährt auch zurück in die Box. Harry Kane. Jetzt in Sektor 3. Kurz vor Startziel. Und Harry Kane eine 1:11.535. So, Rinaldos gefolgt mit 1:28.597. Heute Kryptix, der hier wohl leichte Probleme mit dieser Strecke noch hat. So, Booty verlässt Qualifying 1 schon mal. Mit einer 1:10.672 wird er wohl ins Q2 einziehen. So, AZ unterwegs. Cryptix auch noch unterwegs. Und ansonsten haben wir Lord Dennis und Michel auf ihrer Outlap. So, wo bleibt die Zeit stehen für AZ? 1:10.508. Platz 2. So, Cryptix auf jeden Fall schon mal eine Zeit abgeliefert. 1:31.498. Marco Linsky draußen. Michel unterwegs. Streamsy unterwegs. Olaf unterwegs. Lord Dennis und Janni auch. Und unten Linus. Ich blende euch Film ein. So, Leclerc legt nochmal einen nach. 1:10.267. Bessert somit seine Zeit nochmal. Mal kurz schauen, geht irgendwer jetzt über Startziel in diesem Moment? Duell kommt Michel jetzt auf Startziel. Zeit sieht gut aus. 1:10.437. Lord Dennis, eine 1:11.297, somit erst Platz 7, auch weiter für Q2 nach jetzigen. So, ich hoffe, denn so, ich blende euch jetzt mal die Tabellen ein. So, fangen wir heute mal mit der Teamtabelle an. Alpine auf Platz 1 mit 346 Punkten, gefolgt von McLaren mit 151 Punkten. Eine Punktdifferenz von 195 Punkten und das aktuell nach den Rennen. 12 Rennen mit dem heutigen sind noch offen. So, auf Platz 3 die AMGs mit 111 Punkten, dann auf der 4 Red Bull Racing mit 97 Punkten, dann auf der 5 hier Aston Martin mit 95 Punkten, auf der 6 Alfa Tauri mit 57 Punkten, dann Alfa Romeo auf Platz 7 mit 54 Punkten, das Haas Team
mit 53 Punkten auf der 8, Williams Racing auf 9 und Ferrari auf der 10. So, und jetzt die Fahrertabelle. Linus führt das Feld an mit 189 Punkten. Sein Teamkollege ist auf Platz 2 mit 157 Zählern. Differenz von 32 Punkten. Gianni auf der 3, Guti auf der 4, Leclerc auf der 5, Marco Linsky auf der 6, Gell auf der 7, AC auf der 8, Olaf auf der 9 und Simsi auf der 10. So, Prost. So, mittlerweile Axel mit einer 1:10.115 hat sich nach vorne geschoben. Während wir uns die Tabellen angeguckt haben, sind die Zeiten hier gefüllt worden. Aktuell noch Marco Linsky ohne Zeit. Ansonsten sieht es doch relativ gut aus. Leclerc und auch Buti haben beide schon verlassen und Linus folgt dem mit einer 1:10.536 auf Platz 5. Sollte safe sein bis Platz 15 hin. So, dann sind die Augen auf Marco Linsky gerichtet. So, Marco Linsky unterwegs in Sektor 2. Wo bleibt die Zeit stehen? Bei 49,554 Sektor Bestzeit. So, wo ordnet er sich ein? Platz 12 für Marco Linsky reicht aktuell noch zum Weiterkommen. Aber ausruhen darf er sich natürlich nicht. Dreamsy, Marvin, 14, 16, auch Lord Dennis und auch Cryptix könnten ihn durchaus noch von Platz 12, 13 verdrängen. Janni übrigens, sein Teamkollege, auf Platz 12. Oh, Agulinski hin. Janni, der muss sich doch eben erst da vorbeigeschoben haben, oder? Ne, Janni, Rennen beendet nur, okay. So, Dreamsy wieder draußen, Marvin auch noch mal rausgefahren. Also Dreamsy ist auf jeden Fall noch dabei. Ausscheiden. Kann eigentlich auch nur noch einer jetzt in Q1. So, hier Lord Dennis, Platz 8. Hat sich nach oben geschoben, wie angekündigt. Er hat jetzt auch wieder zurück in die Box. Cryptix raus, Streamsy raus und Marvin raus.
Von diesen drei wird Dreamsy als erstes dann über Startziel fahren. Somit seine Zeit hinterlegen. So, Marco Linsky kann jetzt nur hoffen, dass sich nicht noch welche vorbeischieben. So, auch Sektor 2 Bestzeit bei Dreamsy. Es reicht nicht für ihn. Es bleibt bei Platz 15. So, Marvin, der nächste Kandidat von den dreien, der über Startziel kommt. Auch er Sektorbestzeit. Für Marvin reicht's. Platz 13. So, was macht Cryptix? Von der Zeit her könnte er es auch schaffen, Marco Linsky noch. Okay, er bricht ab. Gut, das war es für Q1. Streamen Sie raus aus Q1 und auch Dynamo. Die sehen wir im Rennen wieder. Ansonsten begrüßen wir die 15 Fahrer gleich in Q2. So, da sind wir auch in Q2 schon. So, interessante Reifenwahl. 5x, 6x Mediums. Rest des Felds auf Softs unterwegs.
So, Marco Linsky macht wohl hier den Anfang. Oh, Marco Linsky hier langsam unterwegs. Gut, dann bleiben wir bei Booty. So, schnellste Runde von Marvin 1:11.285. Wird hier getoppt von Booty mit einer 1:10.988. So, Marco Linsky, Entschuldigung, Miguel, 1:10.997, schiebt sich noch vor Marvin. Marco Linsky eine 1:18.748. Wo als nächstes Hurricane oder Rinaldus? Das sieht nach Rinaldus aus. So, Sektor 2, gelbe Flagge. Da stand ein roter langsam. Vermutlich auch nur, um den nachfolgenden Verkehr durchzulassen. So, Rinaldus, na, 1:15.458. Neue schnellste Runde von AC, 1:10.891. Oh, dann jetzt noch Hurricane im Ferrari und auch Marvin auf Platz 4 und 5. Der Irrtum, Marco Linsky 1:11.636 hat noch eine Runde hinterhergelegt. Nachgelegt. Ja, nach jetzigem Stand AZ, Booty, Miguel, Marco Linsky, Hurricane und Rinaldus werden wohl auf den Mediums starten im Rennen. Wenn sich hier nicht gravierend noch was ändert. Oh, Leclerc auch unterwegs auf Mediums.
So, Leclerc 1:10.724 Bestzeit. Gibt sich vor AZ. Michel unterwegs. Auch Kryptix. Kryptix kommt wohl als erstes über die Ziellinie. Das ist nichts gesehen. So, eine 1:11.074. Auch er qualifiziert sich mit Mediums. So, Axel 1:16.692. Das geht noch besser. Mal schauen, legt Axel noch eine Runde hinterher. Sieht so aus, 4 Sekunden schneller in Sektor 2. Eins, 10, 4, 8, 8. Somit Platz 1. So, Kryptix hatten wir auf Platz 8. Renaldus auf der 9, Janni auf der 10. Lord Dennis auf der 11, Hurricane auf der 12. Marco Linsky auf der 13. So, Olaf und auch Linus sind jetzt beide auf ihrer Outlap. Nach jetzigem Stand sind für Q3 raus. Dort Dennis, Hurricane, Marco Linsky, noch Olaf und auch Linus. Wobei das nicht dabei bleiben wird. So, Olaf im Red Bull. Dann nehmen wir mal kurz die Reifen wieder aus hier. Sektor 1 Bestzeit für Olaf. Und Olaf eine 1:11.046, Platz 9. So, was macht Linus? Ja, knapp eine Sekunde schneller hier als Olaf in Sektor 2. Eins, neun, neun, null, sieben. Gibt sich somit vor seinen Teamkollegen Axel.
So, Miguel auf Platz 9 geht nochmal raus. Booty ist nochmal auf der Outlap. Cryptix ist auch auf der Outlap. Olaf bricht mit Sicherheit die Runde ab. So, Booty in Sektor 1, ein Zehntel schneller. Wie weit ist Lord Dennis? Oh, Lord Dennis sogar in Sektor 1, zwei Zehntel schneller unterwegs. Booty, wenn ich das richtig gesehen habe, hast 3 Zehntel in Sektor 2 gut gemacht. Eins, zehn, sechs, sieben, vier, somit Platz 3. So, Miguel unterwegs. Aber was macht Lord Dennis? Oh, Lord Dennis auf einer ungültigen Runde. Und er bricht auch die Runde direkt ab. Kann Miguel seine Zeit hier noch mal verbessern. Eins, zehn, acht, eins, neun, Platz 5. So, Sektor 1 war Markolinski 2 Zehntel wieder schneller. So, Rinaldos, jetzt gleich wieder Startziel, letzte Kurve. Eins, zehn, sechs, sieben, acht, somit Platz 4. Marco Linsky hat sich auch noch vorgeschoben auf Platz 6. So, Olaf, auch schnell unterwegs. Und da war es das für Olaf. So, für Lord Dennis hat es nur zu Platz 15 gereicht. Wir verabschieden uns aus Q2 von AZ, von Michel, von Janni, von Olaf und Dennis.
Oha. So, Marvin, Cryptix, Janni, Olaf. Und Lord Dennis sehen wir dann im Rennen wieder. So, somit Q3. So, alles an, perfekt. Booty, Michel, Gell, Axel. So, so wie das aussieht, wird Michel der Erste sein, der die Zeit vorgibt jetzt. Beziehungsweise seine Zeit legt. So, Michel mit einer 1:10.53. Vorzeitig auf jeden Fall Platz 1. Marco Linsky. Mit einer 1:10.824. Linus 1:10.114. Hey, Axel 1:10.043. Booty eine 1:10.303, Platz 3. AC auf der 4 mit einer 1:10.328. Michel ist jetzt aktuell auf der 5. Hurricane auf Platz 6 mit einer 1:10.608. Marco Linsky 1:10.824. So, Rinaldus. Oh, langsam unterwegs hier. Oh, da täuscht das. Servus Bones, wunderschönen guten Abend. Alle anderen Fahrer schon ausgeschieden aus Q2, 1 und 2, ja.
So, Ronaldo ist ein 1,14, 1,22, Platz 8 aktuell. So, nun noch Zeiten von Miguel und Leclerc. Ich gehe davon aus, dass die anderen Fahrer ihre Runden jetzt abbrechen. Beziehungsweise keine Bestzeit mehr hinterherlegen. Genau. So, Miguel und Leclerc gehen jetzt auch raus, sind aktuell in der Outlap. Bones, okay, schon in Q3, nice, wie geht es dir? Mir geht es soweit gut, wie geht es dir? Außer, dass ich morgen wieder arbeiten muss. Alles gut. So, ich sitze im Moment. Ja, fühle ich die Aussage. Wollte vorhin die Kettensäge nehmen und mein Auto bearbeiten. Sonst aber das gleiche Problem. Okay, Bones. Apropos Kettensäge, was macht dein TÜV? Klingt ja nicht ganz so gut. So, ich habe jetzt nichts verpasst jetzt. So, Leclerc eine 1,10,263, somit Platz 3 für ihn. Miguel ist noch unterwegs. Ronaldos, ich will nichts sagen, aber ich glaube, Ronaldos ist DNF gegangen. Jawohl. Spurstange tauschen mit einem Wagenheber. Nach 2 Stunden hatte ich die Schnauze voll und habe alles wieder zusammengebaut. Ja, das fühle ich manchmal. Definitiv. Oha, das klingt aber nicht gut. So, AC. Macht AC. AC ist DNF gegangen. Axel nach wie vor auf Platz 1, Linus auf der 2, Michel auf der 3, Leclerc auf der 4, Guti auf der 5, Miguel auf der 6. Noch ist AC auf der 7, Hurricane auf der 8, Marco Linsky auf Platz 9, Aldus 10. Oh nein, Werbung. Es tut mir leid. Dann ist gerade Werbung.
Ich hab gar keine Werbung eingebaut. So, Marco Linsky, eine 1, 10, 8, 0, 7. Sorry, Marco. Ey, da muss ich mich nochmal bedanken. Was ist hier denn, ne? So, alle auf jeden Fall nochmal auf ihre Outlap. Bis auf AC, Marco Linsky und Rinaldus. So, Booty, der Erste, der jetzt wieder auf seiner Hotlap ist. So, Sektor 2 Bestzeit für Booty hier an dieser Stelle. So, die letzten 13 Sekunden im Q3 laufen. Booty 1:10, 1:20, Platz 3. Oh, Axel hier schnell unterwegs. Er verbessert seine Zeit nochmal um 2 Zehntel. Somit Pole Position für Axel. Auch Linus in Sektor 2 nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht. 1:09.843, ganz dicht hinter seinem Teamkollegen. Wahnsinn. Miguel Platz 3, Booty auf der 4, Michel auf der 5. Okay, Leclerc auf der 3, Miguel auf der 4, Booty auf der 5, Michel auf der 6. Harry Kane auf der 8 vor, hinter AZ, der auf der 7 ist. Marco Linsky und Rinaldus. So die aktuelle Reihenfolge der ersten 10 Plätze.
So, meine Lieben, die Fahrer gehen jetzt 5 Minuten in die Pause. Wir gehen auch kurz in die Pause und sind dann gleich wieder da. Mit deinem Teamkollegen. Mensch.
So, pünktlich mehr oder weniger zur Einführungsrunde sind wir wieder da. Irgendwie bei mir außerhalb vom Haus ein wenig verbrannt. Ich hoffe, dass in meiner Nähe ist. So, die Fahrer sind nun wieder am Start, reihen sich jetzt auf ihre Positionen und dann kann es auch schon gleich losgehen. Große Preis der Niederlande. So, Axel, Linus, Leclerc, Miguel, Buti, Michel, AZ, Hurricane, Markolinski, Rinaldus, Marvin, Cryptix, Janni, Olaf, Lord Dennis, Dynamo. So, und ab jetzt dann auch mit Spielsound. So, die Ampel ist an. Und Start. Eine scheiß Kameraperspektive. Oh, was war das? Wahnsinn. Das sah jetzt verdammt komisch aus. Axel, Linus auf Platz 1 und 2. Leclerc auf der 3. Linus seinen Teamkollegen Axel überholt am Start. AZ, Buti. Buti 11 Plätze verloren. AZ 10. Was war das für ein katastrophaler Start gerade? Einer der Fahrer ist da links rübergezogen. Das muss aufgeklärt werden, was da jetzt los war. Dynamo 7 Plätze gut gemacht. Und da ist schon wieder einer. Wieder einer quer gefahren. Wäre das nochmal schnell rauszuknippen. Ich verpasse jetzt nichts. Vielleicht kriege ich den Start auch noch mal geklippt. Start schon zu lange her. So, neue schnellste Runde von Dinos. 1:12. 9, 5, 6. Ja. So, Linus, Axel führen das Feld an. Vor Leclerc, Miguel, Hurricane, Rinaldus.
So, ich mache mal die Positionsänderung aus. Also Verlierer auf jeden Fall Buti mit 12 Plätzen und da dreht sich Leclerc. Kann aber weiterfahren. So, Reifen bei Dynamo, Olaf und Buti, die sind mit auf harten Reifen unterwegs. Buti natürlich durch seinen frühen Stopp auf harte gewechselt. Ansonsten Axel, Miguel, Cryptix, Leclerc, Janni, Dreamsy und AC auf den Mediums. Und die restlichen Fahrer somit auf Softs. Schnellste Rennrunde von Lord Dennis und wieder eine gelbe Flagge. Ich guck mal, wo passiert was. Ronaldo ist relativ nah am Ferrari dran. Jetzt DRS-Fenster. So, Dynamo auf Platz 9. Ich würde sagen, Gewinner des komischen Starts. Von Platz 17 auf Platz 9 gefahren. So, Buti. Oh, los, jetzt aber schnell nach hinten. So, hier war der kurz noch der Angriff von Buti gegen Olaf zu sehen. Aber Olaf setzt sich dahinter, kontert nicht. Aber natürlich die nächste DRS-Zone kommt. So, vorne Miguel gegen Axel. Miguel geht vorbei. Und behauptet sich, bleibt vor Axel erstmal. So, toi toi toi, bisher haben wir hier noch kein Safety Car gehabt. Wollen wir hoffen, dass das heute so bleibt. Sehr schöne Fünfergruppe, die hier zusammenfährt. Hinten geht gerade AZ an Dreamsy vorbei. Leider konnte ich da jetzt nicht mehr zurückwechseln. Das wäre lang gedauert.
Und hier der Angriff von Rinaldus gegen Harry Kane. So, ja, die Gruppe hier ist auf jeden Fall sehr interessant zwischen Rinaldus ist eigentlich noch dabei, Harry Kane, Marco Linzigi, Kryptix, Michel. Oh. Ja, so viel zum Thema Harry Kane. Harry Kane gehört jetzt gerade nicht mehr zu dieser Gruppe, hat leider seinen Frontflügel verloren, aber Gott sei Dank vor der Boxengasse. Mit nicht ganz so viel Zeitverlust. Sektor 1. Hinten geht Booty an AC vorbei. So, Axel hier immer noch hinter Miguel. ERS-Fenster, aber wird nicht reichen für Axel, an Miguel vorbeizugehen. So, Rinaldus in der Box drin. Somit natürlich ein paar Positionswechsel. So, Linus kann sich auf jeden Fall absetzen. 2,6 Sekunden vor Miguel. Der wiederum hat 6 Zehntel vor Axel. Kommt also nicht wirklich von Axel weg.
Ja, wen gucken wir uns denn mal an? Wir spielten halt Leclerc. 0,167 hinter Michel. 0,2. So, die erste Strafe nach 12 Rennrunden bei Lord Dennis. Und vorne gibt es den Platzwechsel zwischen Michel und Kryptix. Kryptix holt sich aber seinen Platz hier zurück. Leclerc geht vorbei an Michel. Und auch Dynamo vorbei an Michel. So, Michel in die Box, Leclerc in der Box, Miguel in der Box und auch Linus. So, somit führt Axel jetzt das Feld an 9,5 Sekunden vor Kryptix. Dahinter wiederum 0,4 Markulinski und auch Z-Dynamo ZG relativ dicht an Markulinski dran. Oh, Rinaldo ist schon wieder in der Box. War meines Wissens eben erst gewesen. So, gelbe Flagge in Sektor 1. Ich sehe einen blauen da stehen. Könnte Rinaldus gewesen sein, fährt aber aktuell weiter. So, Markulinski geht in die Box, somit Dynamo auf Platz 3, Linus wieder auf der 4. Miguel auf der 5. Übrigens, der Boxenstopp bei Linus wohl schneller gegangen als bei Miguel. Nee, gar nicht, Linus war ja sowieso vorne. So, Sektor 3. Oh, da war ein Janni abseits der Strecke. So. Und nun der Michel auch in der Box drin. Sektor 1, was ist denn da schon wieder los? Da stand ein, ja. Wohl ein Leclerc, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Leclerc hier ohne Frontflügel unterwegs. Neue schnellste Rennrunde von Linus, der soeben vorbeigegangen ist an Dynamo. Da steht ein blauer. Oh, das war anscheinend Olaf.
So, Linus hier direkt wieder hinter Cryptix, also Platz 2 in greifbarer Nähe. Und nun geht er auch vorbei, neue Schnitzerin-Runde dazu. Somit Alpine Team wieder auf Platz 1 und 2. Michel zwischenzeitlich in der Box. Marvin fährt auch rein. Marco liegt jetzt auf Platz 6. Oh, AZ. Oh, das wird ganz knapp zwischen AZ und Streamsy. Aber geht hier vorbei. Und wieder eine schnelle Rennrunde von Linus. So, alle in der Box gewesen, bis auf Cryptix, Dynamo und Axel. Gell, aktuell halt gerade drin. Dann auch sein zweiter Stop schon. Grafen, ja, Lord Dennis und auch Michel jeweils 5 Sekunden. So, nun liegt Clark mit einer Berg mit einer 1:11.902, somit schnellste Runde bisher. Wundere mich, warum ich dich nicht höre. Internet war. Oh, mein Beileid. So, Dynamo 0,8. Oh, der holt auf gegen Cryptix. Ziel. Nicht reichen. Cryptix bleibt erstmal noch vor Dynamo. Ja, weiter hinten passiert aktuell erstmal nichts. Weil doch Booty gegen Dreamsy. Könnte gleich ein Angriff kommen. Jetzt 12. Gegen Platz 11. Aber es reicht hier auch noch nicht. Oh, doch jetzt vielleicht die Chance. Nein. Streamsy bleibt vor Booty. Und Sektor 2, eine gelbe Flagge. Da steht ein Michel, wäre ärgerlich.
So, jetzt aber die Chance für Dynamo. Wieder nicht. Sauber gekämpft von Kryptix. Auf jeden Fall, die beiden hier liefern sich ein spannendes Duell, meine Güte. Janni jetzt gegen Hurricane, Dreamzy. Hier los jetzt. Sie in der Box drin, Lord Dennis. Uti gegen. So, Booty hängt hier auf jeden Fall hinter einem Alpha Tauri fest, genauso wie vorne Dynamo. Der kommt auch nicht an dem Alpha Tauri vorbei. Aktuell 14 Runden noch zu fahren. Aber jetzt. Cryptix behauptet sich hier wieder. So, wir gehen mal nach hinten zu Janni und AC. Oh, was ist da los? Axel war in der Box. Warum wird mir das nicht angezeigt? Okay, Axel war da, somit in der Box. Cryptix und Dynamo jetzt auf Platz 2 und 3. Aber Axel dicht an Dynamo dran. So, und Sektor 2 steht wieder ein blaues Fahrzeug. Diesmal aber dunkelblau gewesen. Das heißt, Olaf müsste das gewesen sein. So, jetzt wird der Angriff kommen von Axel gegen Cryptix, okay. Axel ohne Probleme vorbei, Cryptix in die Box rein, Dynamo auch in die Box. Da war ein Red Bull in der Box. Vielleicht sollte ich die Strafen mal ausmachen, dann sehe ich das auch, okay. So, Marco Linsky nun auf der 3. Cryptix kommt auf jeden Fall vor Dynamo wieder raus. So, okay, nun der Angriff von Lord Dennis gegen Booty, aber Booty geht in die Box. Neue schnellste Rennrunde von Janni in der 1:11.723.
So, der nächste Boxenstopp bei Booty. Sieht nach einem völlig regulären Boxenstopp aus. So, Cryptix 0,3 hinter Marco Linsky. Das könnte durchaus gleich reichen für einen Angriff. Okay, sie. So, schöner Angriff von Cryptix gegen Marco Linsky. Und da kam es zur Berührung.
So, schöner Angriff von Krypt. Der Angriff von Miguel gegen Dynamo. Behält noch die Nase vorn. So, Runde 31 von 36. Aktuell sieht es für das Alpine-Team sehr nach einem Doppelsieg aus. So, vorne. Und Dream Sie. Oh, wie ärgerlich. DNF und Safety Car. Ach, wie ärgerlich ist das denn? So, Linus, Axel holen sich beide noch mal frische Reifen. Vorsprung war mehr als genug. So, Rinaldus hat sich eine Disqualifizierung eingefangen, vermutlich weil er das Safety Car eben auch überholt hat, beziehungsweise seinen Platz zurückgeholt hat. Als Platz vorbei auf jeden Fall an Linus wieder gefahren ist. So, jetzt wird es in den letzten drei Runden noch mal spannend werden.
Das Fahrerfeld rückt wieder zusammen. So, der Safety Car bleibt eine weitere Runde draußen. So, Rennstart. Neustart, wie auch immer. Safety Car ist weg. Linus kommt hier verdammt gut weg. Allerdings Axel ist nicht ganz so gut weggekommen. Aber Cryptix kommt nicht vorbei. Dynamo gegen Miguel. Dynamo vorbei an Miguel. Wunderschönen guten Abend, Lötzke. Ich habe gesehen, du warst die ganze Zeit da. So, also Linus auf jeden Fall sehr gut weggekommen. 1,8 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen. Cryptix mit 0,6 hinter Axel und Dynamo 0,3 hinter Cryptix. Und ich muss nach hinten, obwohl hier passiert erstmal nichts. Wie geht es dir, Lötzke? Letzte Runde, Linus, 1:10.946. Und Cryptix geht hier DNF. Ärgerlich ist das denn jetzt.
Ja, mir geht's auch gut. Außer, dass wir morgen wieder arbeiten müssen. Geht's mir gut. Passt Twitch mal wieder los. Ja, aber du warst relativ lange drin. Hab ich ja gesehen. Aber ja, man kennt Twitch. Ich habe das auch andauernd. So, die letzte Runde. Mal gucken, ob hier noch was passiert, außer irgendwelche DNFs. Wie läuft Far Cry? So, hier wird es wohl jetzt keinen wirklichen Angriff mehr geben. Ja, herzlichen Glückwunsch an Dinos. Axel zu Platz 2. Amu Platz 3. Marco Linsky Platz 4. Miguel 5. Marvin 6. Und so weiter. Ich habe heute Pause gemacht und gestern habe ich auch nur die 2 Stunden gehabt. Also unfreiwillige Pause heute. So, aber wie es der Zufall will, ist das Rennen zu Ende. Der Stream hiermit auch beendet. Morgen heißt es wieder arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Sotzke, wir hören uns. Schön, dass ihr da wart. Und ja, ein Wochenende, ne? Einen schönen Sonntag noch. Haut rein. Bis nächste. Ciao, ciao. Mein Gott. Schon wieder ein Raid. Was ist denn hier los heute? Der Pflücker TTV. Vielen lieben Dank für deinen Raid und herzlich willkommen. Hallöchen. Hallo. Hola. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Guten Abend. Komm, hol ihn dir. Ich bin leider schon raus. Ich habe mich leider gedreht. Ganz, ganz unangenehme Situation. Aber mein Teammate fährt gerade ganz gut. Sich jetzt gerade auf den 5. vorgekämpft. Ich habe Formel 1 kommentiert. Oh, kommentiert?